Wenn wir das heute trinken, ja, dann kriegen wir nicht mehr Muskeln, mehr Energie und Power. Ich glaube, wir fangen heute auch ein Hechterbett. Ich kann mich an eine Situation erinnern am Kanal, Carsten. Da warst du mit mir gemeinsam dort. Und Carsten hat einen Fisch. Ich fass es nicht. So, Leute, da ist er. Richtig schöner Fisch. Genau deswegen sind wir hier. Ja, hey Angelfreunde und herzlich willkommen zur nächsten OSA-Folge. Carsten. Moin Leute, moin Chris. Moin moin. Jetzt wird's eine Spezialfolge, zumindest heute. Wir lassen mal das Jahr Revue passieren. Das heißt, wir gehen heute natürlich angeln. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen heute natürlich auch ein Hecht fangen, oder? Wir versuchen zumindest, ja. Genau. Hier in unserem Winter-Wonderland, wie ihr seht. Also man muss echt sagen, es hat die letzte Nacht sehr, sehr gut geschneit. Hier im Hintergrund sieht man es doch so ein bisschen. Es ist sogar eine kleine Eisdecke da hinten drauf. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch bei den Witterungsverhältnissen schon richtig gut abgeräumt. Eigentlich eine ganz, ganz gute Jahreszeit, um auf Hecht zu gehen. Und ich denke mal, heute geht was. Das einzige Problem ist, man muss es dazu sagen, ich habe meine Köderbox vergessen. Und ich habe nur einen Köder mit. Und Carsten hat schon gesagt, tja, das ist meine Mission für heute. Nur mit diesem einen Köder zu fangen. Das Problem ist, wenn der abreißt, dann ist er weg und dann ist erledigt. Den kann ich hier rumsetzen. Oder hast du noch was mit? Ich habe vielleicht noch zwei Köder mehr dabei. Finde ich gut. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Extra für dich eingepackt. Sehr, sehr schön. So, da wir jetzt quasi nochmal das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen möchten, habe ich sogar für uns noch ein bisschen was besorgt, Carsten. Und zwar ein kleines Geschenk. Das findest du da unten versteckt. Da ist das da Paket. In dem Karton. Ich bin schon gewundert, was du da im Auto hast und jetzt in meinem Boot hast. Richtig. Denn wie gesagt, wir sitzen ja jetzt ein bisschen hier, wir quatschen ja ein bisschen, wir angeln ja ein bisschen und wir müssen ja uns auch ein bisschen stärken so nebenbei. Und ich glaube, da wirst du dich freuen. Ich hoffe auch. Ja? Willst du mal auspacken? Klar, lass es aufreißen, das Paket. Machen wir. Tja, ohne Messer geht nicht, ne? Genau, ohne Messer wird es ganz schön schwierig, aber zack. So. Messer ist am Start. Messer ist am Start, das ist gut. Paket ist am Start. Jo, das ist ganz schön schwer hier. Blaue Mütze ist am Start. Natürlich. Ja, sehr gut. Na, die OSA-Mütze ist mir gestern ins Wasser gefallen. Quatsch. Selbstverständlich, ja. Was ist denn so? Arbeit in so Tauwasserpfütze. Na ja, dann war sie nass. Hatte ich mir so, danke. So, sollen wir mal gucken hier. So. Ja. So. Und ein Mittenschnitt. Ja, man sieht den Profi. Sehr schön. Zack. Zack. So, oh, jawoll. Wunderbar. Es ist sogar die Weihnachtsbox. Kennst du Sugar Dad? Hast du das schon mal gehört? Ja, Sugar Dad, wenn man ein paar Leute online verfolgt, dann kriegt man ab und zu mal Sugar Dad mit. Auf alle Fälle. Also Leute, in so einer Box sind ganz viele verschiedene Leckereien drin, also richtig tolle Sachen. Ich durfte mir sogar ein bisschen was aussuchen, quasi für uns jetzt hier. Und das soll uns heute nicht nur Glück bringen, sondern auch ein paar, ja, Energien. Ne? Richtig. Man kennt es ja, wir haben öfters was bei. Nicht bloß unsere guten Stullen, sondern auch mal eine Milka. Genau, richtig. So, man kennt uns ja. Dann würde ich sagen, reißen wir das Teil mal auf. Ich bin echt gespannt, was da so drin ist. Aber ich denke mal, das sieht hier ganz gut aus. So, ich darf aufreißen, wollte ich gerade sagen. Schön. So, ich darf jetzt aufreißen mit meinen tollen Handschuhen. Ja, die ganz neuesten übrigens im Online-Shop. Sieht man auch mit Löchern drin. Nein, sind Gartenhandschuhe. So. Das ging doch schon mal sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Oh, oh. Alter Verwalter. Also, was haben wir denn hier? Irgendwelche Chips. Ja, sieht sehr feurig aus. Und wenn man jetzt hier reingeht, will jetzt nicht alles rausholen. Man hat hier sehr, sehr viel Süßkram drin. Zum Beispiel Marshmallows, Zuckerstangen, was zu trinken. Das brauchen wir heute auch. Guck mal hier. Eistee von Dragon Ball Z. Du weißt, was das bedeutet, oder? Ja, für die extra Energie. Also, wenn wir das heute trinken, ja, dann kriegen wir nicht nur mehr Muskeln, mehr Energie und Power. Ich glaube, wir fangen heute auch ein Hechterbett. Sehr cool. Ja, hier ist ganz viel Zeug drin, übrigens aus fernen Ländern auch. Also USA und Japan und alles drum und dran. Ja, da würde ich sagen, lassen wir uns das einfach mal hier schmecken. Und ich hatte auch gedacht, eventuell damit vielleicht sogar eine Mission zu starten im nächsten Jahr. Wir haben schon ein bisschen was uns ausgedacht und vielleicht kann man ja mit dieser Box auch was machen. Leute, ihr könnt es ja mal abstimmen in die Kommentare. Schreibt es einfach mal rein, ob wir mit dieser schönen Box eventuell mal was starten sollen. Wäre interessant.
Ja, da sind ja wirklich viele, viele tolle Sachen drin. Vielen, vielen Dank erstmal an sugardad.eu, dass ihr uns das geschickt habt. Richtig cooles Weihnachtsgeschenk. Ja. Sehr, sehr geil, muss ich echt mal sagen. Sehr süß. Ja, sehr süß. Auf alle Fälle sehr süß. So, kommen wir mal zum Jahresrückblick. Es ist ja wirklich so einiges passiert in diesem Jahr. Richtig, richtig tolle Sachen. Ja, fangen wir mal an mit dem Januar. Januar war eigentlich so der Monat für die Quappenangelei. Da war ich ja mit Jens unterwegs. Carsten war auch einmal mit am Start. Ich war mit euch immer bei und selber 8-mal auf Quappe gewesen und ich habe genau keine gefangen. Das müssen wir ändern. Die Witterungsbedingungen sind ja für Quappi ideal, muss man dazu sagen. Es muss ja kalt sein, es muss nass sein, es muss ja eigentlich richtig Schmuddelwetter sein, ne? Dann beißen sie und besonders auch die Großen. Und man muss natürlich die Stellen kennen und wir haben so eine Stelle gehabt. Und was da abging, das seht ihr jetzt. Jens! Ey, Chrissi! Chrissi, guck dir das an! Nein! Ich werd irre! Ich werd bekloppt! Schau dir das an! Es hat funktioniert. Mega. Jens, mega. Ich habe keine Antwort. Tut mir leid. Und ich weiß sogar nicht, was ich sagen soll. Ich bin baff. Bin richtig baff, ey, ehrlich. Richtig geil. Ich werd bekloppt hier, ey. Guck dir das an. So, Leute, da ist er. Richtig schöner Fisch. Genau deswegen sind wir hier. So, Jens, jetzt weißt du auch, warum man dazu Süßwasserdorsch sagt. Okay, mal, guck ihn dir an. Ist der nicht traumhaft schön? Heftig. Ist der nicht traumhaft? Ich bin total begeistert, ehrlich. Na, nicht nur du. Mega. 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 So, was hat sie denn, die Gute? Jens, du musst hier versuchen, den kleinen Knick noch mal kurz rauszumachen. Ansonsten, ich würde mal sagen... 59. 59, wenn du den Knick jetzt rausrechnest hier, ja, hat sie 60. Ist irre. Eine 60er Quappe. Du hast noch nie eine Quappe gefangen. Nee, noch nie. Und gleich so was. Und gleich so was. Schönes Tier, ey. Herrlich. Boah. Alter Scheiter. Jens, was ist hier los? Ey, wir haben den Hotspot gefunden. Guck sie an. Die nächste. Alter Scheiter. Irre. Heftig. Guck mal, wie steif die sich macht. So, so müsste es gehen. Super Teil. Alter Verwalter. Tja, ihr habt es gesehen, richtig schöne, fette Quappen, 60er Quappen haben wir so auch vorher noch nicht gefangen. Und Jens sind fast die Augen rausgefallen, mir übrigens auch. Das sah aus wie Welse, wirklich. Also richtige Traumfische, muss man dazu sagen. Carsten, wie groß wären eigentlich Quappen? Ich glaube so... Also bei uns, ich sag mal, schon 80er sind schon Endfische, denke ich, bei uns, die man so fangen könnte, mit ganz viel Glück. Also der Standard wird wahrscheinlich um die 40 sein, ja, denke ich. Ja, also 40, 50 ist so wirklich Standard, ne? Die meisten fangen deutlich kleinere Exemplare, 25er, 30er Quappen. Aber ihr müsst auch wirklich einen guten Köder ranmachen, großen Köder vor allen Dingen, großen Haken, richtig raufballern, zwei, drei Tauwürmer oder einen richtig fetten Köderfisch. Müssen wir euch so genau fangen? Genau, Köderfische müssen wir auch nochmal ein paar rauszuppeln. Definitiv, sonst klappt das mit der Quappe. Ja, nicht mehr. Habt ihr schon gesagt, wir brauchen Köderfische. Ja, machen wir. Machen wir definitiv. Versprechen wir, Jens. Fangen wir doch. Ja, und ansonsten natürlich die Stellenweis, ganz, ganz wichtig. Wir haben den großen Strom vor der Haustür. Da klappt es meistens immer sehr, sehr gut, zumindest in den letzten Jahren. Aber es gibt auch andere Flüsse, wie die Spree zum Beispiel. Wäre auch eine gute Mission, Carsten. Vielleicht in der Spree mal eine Quappe zu fangen? Sollten wir in Angriff nehmen, die ganze Sache. Wäre eine Möglichkeit. Das kann man vor allem mal abends machen, auch nach der Arbeit. Ja, definitiv. Weil die beste Zeit für Quappe ist auf alle Fälle zwischen 18 und 21 Uhr, unserer Meinung. Davor und danach, da lief eigentlich nicht mehr so viel. Also die 3 Stunden müsst ihr euch Zeit nehmen und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. So, kommen wir mal weg von der Quappe. Wir haben ja im Januar noch andere schöne Fische gefangen, zum Beispiel... Die Kaulis. Die Kaulis, richtig. Ihr habt es vielleicht gesehen in der Folge Kauli Cup, ne? Das ja. Finale. War super. War richtig super. Wir haben richtig tolle Fische gefangen. Den Kauli-Weltrekord haben wir zwar nicht geknackt, aber es sind trotzdem richtig tolle Fische rausgekommen. Ja. Ich habe den ersten Biss jetzt. Also Carsten hat recht, es muss dunkel sein wahrscheinlich. Und da beißt er schon wieder. So, Freunde des Kauli-Sports, da hat es geklappt. Der erste. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, es ist sogar mein PB. Wahnsinn. So, da haben wir den Meter. Nicht ganz, aber auf alle Fälle schon mal ein bisschen kapitaler. Ich denke mal, Carsten, das ist mehr als 14.
Tja, die Kaudis, was soll man dazu sagen? Aber ich denke mal, Carsten, wir werden irgendwann auch nochmal Kaudi-Weltmeister. Da bin ich von überzeugt. Ja, wir versuchen es mal richtig dicke Kaudis zu fangen. Immer so größer als, was hatten wir, glaube ich, mal 17 oder so? 17, 18 Zentimeter, genau. Genau, gibt es schon noch größere. Also 20 bis 25 Zentimeter dicke. Bin ich mir vollkommen sicher, dass es die gibt. Da müssen wir nur mit Tauwürmer anfüttern, die noch. Dann werden die schon dick. Die wachsen dann ganz schnell. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also Kaudis war auf alle Fälle eine schicke Geschichte, auch eine tolle Angelei. Man hat ja auch immer die Möglichkeit, auch da natürlich andere Fischarten zu fangen. Aber auf alle Fälle hat das gut funktioniert und es war wirklich mal eine gute Abwechslung. Ja, danach ging es weiter. Natürlich Hechtangeln. Hechtangeln war im Januar natürlich auch Programm. Der Hecht ist ja bei uns hier in der Region zumindest an einigen Gewässern, muss er dazu sagen, ja, nicht genau. Überall, noch frei. Und Wir haben es eigentlich ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Genau, also die Winterangelei war echt, die war richtig gut, muss man so sagen. Das war wirklich eine Top-Saison. Also der Januar lief richtig, richtig gut bei uns. Also 80er, 90er Fische waren auf alle Fälle dabei. Das war wirklich schön, muss ich sagen. Geendet hat es dann mit dem kommenden Eis. Genau, und da mussten wir ein bisschen ausweichen. Genau, da mussten wir ausweichen auf Friedfisch. Genau. So, und da gab es eine schicke Folge. Wir haben wirklich 100 Friedfische gefangen. So Pi mal Daumen, wenn nicht sogar noch mehr. Es war auf alle Fälle richtig geil. Ja, da wirklich jede Drift, jede treibende Pose war sofort von der Plötze, von Blei, von der Hieste attackiert. Das war richtig spaßiges Angeln, was wir da hatten. Das lief super. Außer die vorderen Rutenringe, die sind im Winter auch sehr nervig. Aber ja, was willst du machen? Das die ist Winter. Die sind trotzdem gelaufen. Genau. Ja, bevor wir jetzt starten, seht ihr noch mal ein, zwei richtig coole Szenen. Ja, von der Hecht- und von der Friedfischangelei. Und dann geht's hier weiter. Alter, ist der massiv und schwer. Was für ein schöner Pike, ey. Leute, die müssen auf alle Fälle messen. Also hat locker über 80, oder? Ja, ich denke auch, locker 80. Crazy. Sehr schön. Sauber, Carsten. Geil, der nächste. Alter, ist der reingedonnert? Ja, der hat mir so die Rute aus der Hand gerissen. Alter Schwede. Schöner Pike. Boah, Alter. Sehr, sehr geil. Oh, da mal. Oh, mega. Geil. Carsten, mega. Geil, ey. Mega, da gibt's eine Faust wieder. Cool. Ein geiles Gerät, oder? Deine Glückskekse hatten recht. Heute ist der Tag der Tage. Definitiv. Geil. Oh ja. Traumhaft. Das ist ja auch noch ein richtig schönes Rotauge. Schöner Fisch. Wirklich? Wunderschöner Fisch? Auf jeden Fall. Danke. Das ist Mittag, genau. So, habt ihr gehört, das ist Mittag. Aber sie hat vollkommen recht. Ist auf alle Fälle ein richtig schöner Fang. So, da seht ihr mal. Doppeldrill gerade gehabt. Genau. Carsten, geil, oder? Sehr geil, sehr geil. Das beißt hier ohne Ende. Hat sie jetzt geil. Die Bahn schmecken lassen, perfekt. So, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet hier. Ich auch nicht. Du weißt, an, Rute krumm, geil. Du weißt, wir wollten Rotfedern fangen. Wir fangen alles andere. Perfekt. Tja, so eine Fische, wie ihr jetzt gesehen habt, die Hechte, nicht die Friedfische, die wollen wir jetzt natürlich auffangen. Ja, es wird natürlich immer ein bisschen schwieriger, gar keine Frage. Die Bisse bleiben nicht aus, aber man kriegt nicht mehr so viele, ne? Wie sonst immer. Aber wenn es meistens klappt, dann ist es meistens auch ein großer. Ja, ich habe bloß den einen Köder hier am Start. Also wenn der abreißt, ja, ist Carsten ja noch da, zum Glück. Ich habe noch was bei. Genau, sehr schön. So, Carsten hat die ersten Würfe jetzt gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier jetzt einen rauskitzeln können. Schauen wir einfach mal. Wir haben ja noch eine Mission heute am Start. Also von der Mission hast du vorhin noch nichts gesagt, muss ich sagen. Ja? Ist richtig. Aber wir haben ja quasi Ende Dezember. Ich würde sagen, wir fangen heute unseren letzten Räuber, oder? Ja, ich denke auch, dass wir dann nicht mehr ans Wasser kommen. Dann ist ja noch ein paar Tage zumindest für mich arbeiten. Du hast ja dann gleich frei. Ja. Dann gibt es hier einen letzten Hecht. Ich hoffe, wir fangen beide einen letzten Jahreshecht. Aber wenn nicht, dann ist es halt aber so. Wir geben uns Mühe. Richtig. So, Feuer frei. Dann wollen wir mal gucken. Irgendwo lauert da der 35er Esox. Bin echt gespannt, ob das heute funktioniert. Aber ich glaube, ich muss die Köderfarbe abmachen. Carsten, du musst mir wahrscheinlich mal ein bisschen helfen. Ja, die ist einfach zu grell. Die ist zu grell. Dann gibt's jetzt was. Was willst du haben? Ich suche mir gleich mal was aus. Okay. Ich guck gleich mal nach, ja? Ja. Den mache ich auf alle Fälle jetzt ab, weil das, glaube ich, funktioniert. Ich habe da noch so eine Handschuhfarbe in der Kiste.
Soll ich es ranmachen? Nee, ist auch grell. Das macht jetzt keinen Sinn. Handschuhfarbe. Ach, so eine schöne Sachen hier drin. Wahnsinn. Sieht so grün aus bei dir, Carsten. Ja, es sieht fast so aus wie der Köder, den du gerade abgemacht hast. Genau. Also ich würde mal sagen, ich nehme einfach mal den hier. Das ist ja eine Sonderfarbe, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das war eine Sonderfarbe, die im letzten Adventskalender gab. Genau. Und apropos Adventskalender, ich muss dir sagen, auch dieses Jahr waren wirklich tolle Sachen mit bei. Ich würde den jetzt einfach mal ranmachen hier. Warum angeln wir denn nicht einfach mit 3 oder 4 Haken? Das wäre ziemlich clever. Ja, warum nicht? Dass er auf alle Fälle hängt, wenn er da ist. Und wenn nicht, dann reißen wir es halt. Ist egal. Also ich würde sagen, einer reicht. So, sieht auch ein bisschen Winter Wonderland aus. Ja, aber der hat letztes Jahr, habe ich ihm rangemacht, der Tag lief echt schlecht. Hm? Und diese Farbe habe ich einfach rangemacht. Ja, hat nicht lange gedauert. Und es war der auch der einzige Biss und der einzige echt, den wir dann landen konnten. Tja, du weißt, was das bedeutet, dass ich heute einen fange und du nicht. Ja, ist okay. Ist okay. Na, mal gucken. So, Freunde, die erste halbe Stunde lief jetzt hier nichts, aber ist nicht schlimm. Wir haben noch ein paar Spots vor uns, die wir jetzt ansteuern können. Neue Farbe ist drauf. Vielleicht klappt es ja. Wäre auf alle Fälle ein Highlight am Ende des Jahres, wenn wir nochmal eine richtige Kanone hier rausknallen würden. Naja, mal schauen. So, nichtsdestotrotz habt ihr ja gesehen, die Januar-Highlights bei uns, es lief ganz gut. Der Februar, März ist so eine Sache, sind wir ganz ehrlich. Wir waren noch mal ein bisschen Eisangeln gewesen. Carsten, das war auch ein Highlight. Es war ein Highlight. Frischlos, aber es war ein Highlight. Das war mal richtig super, seit, keine Ahnung, 10 Jahren nicht viel von wieder auf dem Eis stehen. Das stimmt. Das endlich mal den Eisbauer wieder in der Hand zu haben, ne? Ja. Vielleicht klappt das auch in dieser Saison, vielleicht auch wieder mit Fisch, aber zu dem Zeitpunkt hat es leider nicht funktioniert. Ja, und dann kam der März, dann gab es ein Riesen-Highlight und zwar den Sponsorwechsel von Savage Gear auf Zackfishing. Und ich muss euch sagen, also das Jahr verlief wirklich sehr, sehr toll. Ein sehr, sehr geiles Team. Carsten, kann man nicht anders sagen. Ja, das hat man ja auch angemerkt. Das ist wirklich, Mensch, immer dieses Hin und Her und wollen wir und machen wir. Aber das hat sich gelohnt. Du bist entspannter geworden. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich entspannter geworden. Also man muss echt sagen, das Team, was da im Hintergrund arbeitet, es hat wirklich ein offenes Ohr. Man kann wirklich mit seinen Problemen kommen. Wenn man was braucht, sind sie immer für einen da. Das ist natürlich richtig cool. Und ich denke mal, das geht auch erstmal so weiter. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Firma Zackfishing. Und ja, was soll man noch so sagen? Ja, ja. Ja, wenn man zufrieden ist, kann man nicht mehr erzählen. Genau so ist es. Ja, so, das war auf alle Fälle ein Highlight im März. Ein anderes Highlight hatten wir allerdings etwas später. Vorher haben wir natürlich auch ein paar Hechte noch rausgekitzelt, weil die Schonzeit war ja dann auch irgendwann mal vorbei gewesen. Im April haben wir dann noch ein paar schöne Hechte fangen dürfen. Aber danach, Carsten, das war mein persönliches Jahreshighlight. Da waren wir auf Bachforelle und zwar das erste Mal. Und das hat richtig gut funktioniert. Es gab nur große Forellen. Nur große Forellen, genau. Alle, naja, Ende 40, Anfang 50 cm. Richtig tolle Fische. Und was da ablief, das seht ihr natürlich jetzt. Ja, ist das geil. Ist das geil. Leute. Ein Traum, Leute. So, die präsentieren wir euch erstmal. So, da haben wir das schöne Tier, hat sich den Dude voll weggesammelt, mitten im Strom drin. Perfekt, meine erste Bachforelle. Leute, mega cool. So schnell bin ich doch gar nicht. War da eine nicht. Ist ja traumhaft. Alter. Was ist denn mit dir los? Ist ja noch größer. Haben sie steigen sehen, angeworfen, Fehlattacke, nochmal hingeworfen, drauf. Geil. Bam. Absolut geil. Ein sauber. Richtig fettes Ding. Alter, das ist ein Teil. Mega, Carsten. Mega. Absolut Wahnsinn. So, Mission erfüllt, kann man so sagen. Perfekt. Petri. Stark, einfach geil. Alter, Carsten. Mega geil. Mega. Was ist hier los heute? Ja! Meine Sveta heute. Wieder so ein langes Ding. Also die ist wirklich lang. Ja. Schlanker als die andere, aber lang. Ich könnte jetzt 50 getoppt haben. Ja, wenn wir gleich mal kicken, 12 Schock raus und dann können wir sie messen. 10, so, 50, jetzt sind wir mal alle gespannt. Was hat er? Ja, man sieht es schwer, so 52 bis 53. Die Flosse ist ein Stück länger. 53. Stark. Auch eine 50er, ey. Mega, Carsten, mega. Geil. Sauber. Sauer.
Sauer, Petri. Starker Tag. Starker Tag, ja. Tja, ihr habt's gesehen, wirklich tolle Fische dabei gewesen. Ob wir das nochmal toppen können, Carsten, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das waren schon mehr oder weniger für diesen Bereich schon Endgänger. Ja. Ansonsten muss man wahrscheinlich auch mal andere Gewässer ansteuern, aber für unsere Region waren das wirklich schon richtig tolle Fische gewesen. Ja, nichtsdestotrotz war da die Schonzeit für Hecht natürlich schon vorbei gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir haben da natürlich nochmal ein paar Mal auf Hecht probiert, angegriffen. Ihr wisst ja, wenn die Hechtschonzeit vorbei ist, ist man ja geil. Wir wollen wieder raus, Hechte rausknallen, alles drum und dran. Hat auch gut funktioniert. Und danach ging es dann so mehr oder weniger auf Friedfisch. Wir haben die ersten Missionen wieder begonnen. Zum Beispiel mit Cornflakes haben wir geangelt. War eine tolle Geschichte, hat gut funktioniert. Hat super funktioniert. Genau. Mit so einer Hannis. Mit den Hannis. Die Hannis können wir euch echt empfehlen. Also Hannis laufen auf alle Fälle sehr, sehr gut auf Friedfisch. Ja, und das Highlight im Frühjahr war aber auf alle Fälle Giebel. Giebelwochen, Leute. Also so viel Giebel haben wir wirklich noch nie gefangen in unserem Leben. Es ging Schlag auf Schlag. Wir könnten euch jetzt hier wahrscheinlich 20, 30, 40 Giebel einblenden. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Es war wirklich richtig, richtig geil. So, Freunde, da hat es geklappt. Richtig schöner Fisch. Ein Giebel, Carsten. Geil. Eieiei. Sehr, sehr cool. Schön. Noch gar nicht lange hier. Boah. Petri. Danke. Sehr cool. So, Freunde, da ist er. Ein schöner Giebel hat sich jetzt mein Mais schmecken lassen. Man sieht doch vorne richtig sauber gehakt. Der erste Fisch hier aus dem Amazonas. Mega. Oh. Sehr cool. Ja, sauber. Na, komm schon. Jawohl. Oh. Ja, mega. Da strahlen die Augen. Ist das mega, mein erster Giebel. Ja, und gleich so ein schöner hier. Wahnsinn. Oh, ist das eine Granate. Auf jeden Fall. Alter. Crazy. Leute. Ein starkes Ding. Wie der abging. So, wieder so massiv. Wieder schon so ein dickes hier Ding. Ja. Gibt's keine kleinen Fische? Auf keinen Fall. Nur schöne Kumpels hier. Richtig toller Fisch. Ey, Carsten, was ist hier los? Oh, ach, da mal. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Nummer 9. Nummer 9. Oh, stark. So, da haben wir ihn. Und was für ein Brocken, Leute. Ein richtig schöner, großer Giebel. So, hat sich schon enthakt. Schön auf Bienenmade gebissen. Das könnte auf alle Fälle mein größter Giebel ever sein. Na, werden wir gleich mal sehen. So, ich habe ihn gerade mal gemessen. Eine richtige Kanone. Mein persönlicher Beste, richtig cool. So, präsentiere ich euch natürlich jetzt. So, da haben wir ihn. Stolze 48 cm, ganz knapp an 50 vorbei. Ist das mega. Leute, richtig cool. Richtig, richtig cool. Was für ein Traumfisch. Und der erste heute auf Bienenmade. So Leute, der vierte Fisch heute, richtig cool. Ich habe jetzt bloß noch 3 Bienenmaden. Macht richtig Laune. Eine richtig coole Session. Freut mich. Tja, ihr habt es gesehen, das war wirklich ein richtiges Highlight. Also so viele Giebel haben wir wirklich noch nie gefangen. Ich habe mein PB gefangen, du hast dein PB gefangen. Genau, Melanie auch. Melanie auch, richtig. Also haben so einige ihre PBs geknackt in Sachen Giebel. Tja, und ich muss sagen, es war mein Highlight. Es war wirklich dieses Jahr, war wirklich das beste, kurzlebigste, schnellste Angeln. Das war einfach, das war mega. Ihr habt ja quasi in unserer Zusammenfolge, habt dadurch 10 Fische, roundabout, sowas ähnliches gesehen. Wir waren dann ohne Kamera nochmal unterwegs. Der 10-Fisch-Tag. Es war das Schlechteste. Man muss einfach sagen, es war der schlechteste Tag. Wir hatten 4 Ruten drinne, wir hatten dreifach Drills gehabt, wenn der Schwarm durchgezogen ist, alle Ruten sofort abgelaufen, Ring geschmissen, nächsten Giebel. Es war einfach geil. Es war wirklich geil. Also, ihr merkt es schon, es war geil und er brennt immer noch. Ja, das machen wir nächstes Jahr wieder. Also, da bin ich dabei. Definitiv, bin ich auch dabei. So, jetzt sind wir aber am zweiten Spot angekommen. Wir wollen ja noch einen Hecht heute fangen. Und es sieht wirklich, wie immer, sehr traumhaft hier aus, sehr, sehr ruhig. Die Oserschwäne sind auch schon wieder da. Und wir schauen einfach mal. Also, wir haben hier überall jetzt, wie ihr seht, die Schilfkanten, ein bisschen Nebel ist drauf. Eisränder sind jetzt hier weg. Also, wir schauen einfach mal und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier den nächsten Fisch fangen. Oh, jetzt wird angegriffen mit einem Jerkbait. Genau, jetzt kommt wieder mein Jerk hier ins Wasser. Der hat ja letzten Winter unfassbar gut gefangen.
Also soll er das doch heute wieder machen. Das wäre cool. Also wie gesagt, wenigstens ein Hecht brauchen wir heute. Ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Schauen wir mal. Genau, kicken wir mal, was die Fische sagen. So Leute, kurzer Zwischenstand, wir haben immer noch nichts gefangen. Also es läuft sehr schleppend hier, muss ich mal sagen. Ja, kommt noch. Immer durchziehen. Kommt noch. Hier, positiv denken, ne? So ist es. Natürlich. So, ihr habt es gesehen, die Giebelwochen waren vorbei. Jetzt sind wir quasi schon mitten im Sommer. Also quasi jetzt Juni, Juli-Region. Was haben wir da gemacht? Wir haben sehr viel Friedfisch geangelt, beziehungsweise sind auf Karpfen gegangen. Ich wollte ja in diesem Jahr endlich mal wieder einen Karpfen fangen. Was soll ich sagen? Mir ist es leider nicht geglückt, aber dem da. Ja, eine Handvoll gefangen. Du hast einen hier rausgeholt, ja? Ja, ich weiß. Kann man nicht meckern. Nicht nur Carsten, sondern auch Jens. Blende ich euch jetzt einfach mal ein. Also wirklich ein paar schöne Fische dabei gewesen am Oder-Spree-Kanal. Mir ist es leider nicht geglückt. Dafür lief es aber mit der Topwater-Angelei sehr, sehr gut. Und auch das seht ihr jetzt. Jetzt ist es passiert, Leute. Das sieht nach Karpfen aus. Oh, Carsten. An der Fiederroute, ey. Scheiße. So, Leute. Wollen wir den mal keschern? Ob's da fliegt jetzt nicht hin? Oh, sauber. So, mein erster Kanalspiegler. Sehr geil. Von Weitem meine Schnur. Ja, siehst du? Schön still gehalten. Von Weitem meine Schnur laufen sehen. Angehauen, zack. Mega Drill hier an dem feinen Zeug. Ja, das ist die richtige Größe für eine Fiederroute. Das macht Spaß. Sauber, dickes Petri. Ja, Petri, Dank. So, jetzt kommt er aber. Und da haben wir ihn. Jawoll. Sehr schön. Geile Nummer. Also damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Nee, mit dem Ehen war ich zufrieden. Aber jetzt noch ein zweiter. Optimal. Stark. Oh, sieht der hübsch aus. Da haben wir einen zweiten. Sogar ein ganz kleines bisschen größer als der andere. Ja. Hab auch an der Angel gemerkt. Der wollte nicht so schön ans Ufer. Wirklich ein ganz, ganz toller Karpfen. Aber wirklich ein geiler Fisch. Ja. So, du weißt schon, dass ich gerade einpacken wollte. Ja, hier ist es. Tut mir leid, dass ich dich gerade beim Nachhausegehen störe. So Leute, also Karpfen läuft heute definitiv. Und da mal. Eingenetzt. Sehr schön. Perfekt. So, der dritte und letzte Fisch für heute. Der dritte und letzte Karpfen für heute. Richtig. Und der schönste, würde ich mal sagen. Ja, ein Uffi aus dem makelloser Spiegler hier. Ja. Sehr schön. Dickes Petri. Petri, Dank. Leute, und da hat es Boom gemacht. Geil. So, Freunde, da haben wir den Fisch. Er hat sich jetzt mal den Johnny mal so richtig schmecken lassen. Voller Einschlag. Mega, so muss das laufen. Kein schlechter wieder. Kein schlechter. So, sauber. Das ist auch was mit dem Kraut da. Gar nicht so einfach. Oh, mega, Alter. So, da haben wir einen. Ein schöner Rapfen. Deswegen sind wir heute hier. Stickbait hat wieder zugeschlagen. Auf meiner Lieblingsfarbe. Sehr, sehr cool. Ja, Topwatern geht eigentlich immer ganz gut, beziehungsweise am Kanal. Ihr habt es gerade gesehen, ein paar schöne Rapfen haben wir fangen dürfen, einige Döbel, allerdings auch richtig tolle Barsche. Ich kann mich an eine Situation erinnern am Kanal, Carsten, da warst du mit mir gemeinsam dort. Fisch. Und Carsten hat einen Fisch. Ich fass es nicht. Hör doch auf. Natürlich. Warum denn? Geil. Sehr geil. So, dann schwenken wir jetzt mal um. Alter Scheiter. Ich habe gesagt, positiv denken, dass es jetzt so schnell funktioniert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, traumhaft. Da würde ich mal sagen, gebe ich dir jetzt erstmal den Kescher. Genau. Bitteschön. Kommt Daniel geflogen. Zack. Oh, richtig schön. Sehr, sehr schön. Geilo. Oh, mega. Mega. Du kannst doch hier meine Moderation nicht stören. Was soll denn das? Entschuldigung. Sehr, sehr geil. So, Leute. Da ist er. Für Carsten vielleicht nicht der letzte Pike, aber auf alle Fälle einer der letzten Hechte. Vielleicht sogar der letzte Hecht in diesem Jahr. Mal schauen.
Ja, zumindest der letzte auf dem Video. Ja, genau. Sehr cool. So, scheint eine ganz gute Größe zu haben. Jo. Läuft. So, da haben wir den Störenfried. Stark, ey. Das ist wirklich ein super Hecht. Ja. Vor allen Dingen so goldig. Schaut euch an. Der ist wirklich wunderschön wieder. Richtig schöner Fisch. Ja. Carsten, mega. Ich beglückwünsche dich. Danke, danke. Cool. Schön. Petri. Danke. Da unterbricht er einfach meine Moderation. Schämst du dich nicht? Ja. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, okay. Ja. Warte. Leute, was ich eigentlich sagen wollte, dass es im Sommer eine richtig coole Aktion gab. Und zwar, kannst du dich noch ganz genau daran erinnern, bin ich mir ganz sicher, Barschangeln, Topwaterangeln. Ja. Und wie dann auf einmal ein Schwarm hinterher kam von, weiß ich nicht, 20, 30 Fischen. Oh, ja. Das war so mega, Leute. Das war richtig geil. Das waren gute Barsche. Das waren alles gute Barsche. Alles gute Barsche, die an der Oberfläche komplett eskaliert. Ja. Geworfen, die haben sofort auf Poppers, Dickbaits reagiert. Ja. Das war geil. Ein, zwei haben wir ja abfassen können. Blenden wir jetzt auch noch mal kurz ein. Und es gab noch ein Highlight auch für mich. Ein 40er Barsch im Oderspreekanal habe ich auch noch nicht gefangen. Auch das war eine coole Aktion. Blende ich euch auch noch mal ein. Ja. Wir zeigen. Ja, stark. Ah, ab. Mist. Ah. Schade, aber war cool. Ich hab's richtig gesehen hier vorne. Ein richtiger Zehnertrupp so. Ja. Bam, 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 bam. Ah. Jetzt haben wir ihn doch. Das ist geil. Ah. Kommt aber. Geil, ey. Guck mal, kein schlechter, ey. Ja, ein guter. Wirklich ein guter. So. Ein richtig schöner Barsch. Herrlich. Mega geile Fische, wieder auf dem Stickbait. Also, ich liebe diesen Köhler, muss ich echt mal so sagen. Richtig cool. Das sieht gut aus. Carsten, das sieht richtig gut aus. Perfekt. Sehr, sehr gut. Jetzt mal sehen, was hier gerade abging, wa? Ja. Ein Massaker. Die Barsche haben alles gefressen, was da war. Mega. Was soll man dazu sagen? Unfassbar. Die Aktion war unfassbar. Wenn man jetzt, ich sag, eine Live-Kamera dabei hätte oder eine GoPro oder irgendwas, ne? Das würdet ihr nicht glauben. Unfassbar. Fass es nicht. Alter! Geil! Das ist doch mal eine Kanone. Oder Sprickhaare, wie gut. Bam! Jawoll! Geil! Oh. Ein Träumchen! Leute, was für ein schöner Barsch! Schön auf dem Stickbait. Mega geil! Hat er sich mitten im Gewässer den eingezimmert. Richtig cool. Ja, abgesehen mal von den ganzen Barschen, von der Barscheskalation, was wir so im Sommer erlebt haben, das muss man echt mal sagen, gab es natürlich auch viele, viele andere schöne Fischarten. Also für mich persönlich immer noch sehr, sehr interessant Sonnenbarsche. Ne? Die sonnigen, die sind cool. Sind wirklich sehr, sehr cool. Und wir wollten auch immer mal so ein Catch-and-Cook-Video machen. Vielleicht machen wir das auch im nächsten Jahr mal. Es ist zwar nicht viel dran, aber es ist auch eine Plage, muss man echt mal dazu sagen. Also man sollte auch Sonnenbarsche mal in einem gewissen Maße entnehmen. Das ist wirklich so. Die gehören nicht in unsere Gewässer, auch wenn sie ganz hübsch aussehen. Aber die fressen halt auch den Laich anderer Fischarten, der heimischen Fischarten. Und deswegen sollte man sie auch ein bisschen zumindest mal reduzieren. Und die erreichen auch richtig stattliche Größen. Also wir haben auch teilweise Fische gefangen bis 25 cm. Ich denke mal, 30 cm sind drin. Sind auf alle Fälle drin. Ne? Ja. Die sind natürlich nicht so, wahrscheinlich nicht so gut zu finden wie die Kleinen, die wir. Wenn du da vorne stehst, dann kannst du gucken, da ist er. Richtig. Und die schön anangeln. Auch eigentlich eine lustige Sache. Ist eine lustige Sache, macht wirklich Laune. Und wie gesagt, mal ein außergewöhnlicher Fisch in unseren Regionen jetzt hier. Ja, neben Sonnenbarsche und auch unserer heimischen Barsche haben wir natürlich auch viele Rapfen gefangen. Fette, fette Döbel. Ich kann mich noch erinnern an der Spree. Da habe ich meinen PB auch gefangen dieses Jahr. Auch den blende ich mal kurz ein. Das war auch eine richtig coole Aktion. Leute, zwei Sonnenbarsche. Man sieht es sehr, sehr gut an der Made jetzt. Ist ja ein Traum, ist ja ein Traum. Er hat ihn. Wie geil. Er hat ihn und wir haben es live drauf. Kein schlechter. Schönes geil. Ding. Geil, dass das jetzt im wenigsten funktioniert hat. Richtig schöner Fisch. Schöner Sonnenbarsch. Er kommt, Leute. Tatsächlich. Ist der neugierig und wie schön der ist. Guck mal, wie schön der ist. Ich hab ihn! Erster Wurf, geilste Rute, müsst ihr euch alle kaufen, Leute. Topmodell. Oh, und was eine Schönheit. Schaut ihn euch an, der Disco-Barsch hier. Nein. Das ist mein erster Sonnenbarsch, Chris.
Richtig schön. Ich freue mich wirklich gerade richtig. Ist nicht gespielt. Und das Geile ist, ne? Vor einer Stunde hatte ich ihn auch gehabt. Ich muss noch mal kurz die Hände nass machen. Mach mal. Auch bei den kleinen Fischen, Leute, nehmt die Hände ins Wasser. Und jetzt schaut euch mal diese Schönheit an. Diese Farben am Kiemendeckel. Dieser Punkt und dann dieses blaue Türkise. Die Stacheln. Ja, rund wie ein Kuchenblech, ne? Ja, absolut schöne Fische. Mega. Leute, da denkt man, das sind Rapfen hier Raum, aber weit gefehlt. Schaut euch mal diesen Fisch jetzt an. Wahnsinn. Was für ein geiler Döbel. Definitiv mein PB und hat sich jetzt ins Stickbait voll reingezogen. Sauber, oder? Das freut mich. So, ihr habt es gesehen, ein richtig schöner Fisch. Neben dem schönen Döbel haben natürlich auch ganz andere Fischarten gebissen, wie Aalen zum Beispiel, Brassen, Güstern. Also wir haben wirklich die ganze Palette gefangen. Karpfen aber nur auf seiner Seite. Wie gesagt, bei mir nicht. Wollte es auch nicht. Ich wollte nicht, irgendwie wollte ich nicht. Und was wir auch gar nicht gemacht haben, da bin ich auch ein bisschen traurig drüber, aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Aalangeln. Wir waren nicht einmal angeln. Nachtangeln, oder? Das war Nachtangeln oder sowas, das lief gar nicht. Gar nicht. Wirklich ich finde es nicht so schlimm, mückenscheu, wie ich halt so bin. Stimmt, Mückenplage war wirklich extrem, aber Aalangeln wirklich, ich habe es ein bisschen vermisst. Und nächstes Jahr, verspreche ich euch, wird es das öfter mal geben, definitiv. Richtig Schlangen. Richtig, aber richtige Schlangen. So, dann kommen wir jetzt so langsam mal in den Spätsommer, in den Frühherbst rein. Was haben wir da gemacht, Carsten? Barschangeln, kann ich mich erinnern? Wir haben ein paar Barsche gefangen. Mhm. Wir waren mit etlichen Leuten unterwegs, ja. Tommy war dabei, ihr habt ja schon in den Videos gesehen, wir waren Tommy und ganze Familie sogar. Genau, genau. Genau. Und es war die Zeit der? Wir sehen nicht. Pocket Fisherman. Die Pocket Fisherman. Ricardo hatte mich ja Besuch gehabt, auch der Dome. Da blenden wir euch jetzt auch noch ein paar richtig coole Szenen ein. Das war auf alle Fälle, oder ist auf alle Fälle immer wieder ein Highlight, mit dieser Rute zu fischen. Ich wollte gerade mal auf die Zeit gucken. Stark. Ich habe gedacht, ich hänge am Grund fest. Nein. Nein. Ey, verlier den nicht. Geil, Mann. Richtig guter Fisch. Wie geil ist das denn? Stark. Rotauge, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich hänge am Grund, weil die Pose unter Wasser war. Ey, das muss ich erstmal toppen. Ohne Scheiß. Vor allem die Größe. Gibt es noch Bonuspunkte für die Größe? Also in dem Fall schon ordentlich, wirklich. Na gut, mit ein bisschen Zeit meine ich noch 15 Sekunden. Was? Tatsächlich. Nein. In der Zeit kann ich aber einen fangen, ne? Ja, kannst du. Wenn du jetzt auswirfst, ja. So, liegt drin. Ja. Zeit ist jetzt abgelaufen. Also jetzt hast du noch die Möglichkeit, einen Fisch zu fangen. Der beißt da schon wieder. Tatsächlich. Oh, das Pfeffer. Jawohl. Nein. Wieder eine Rotfeder. Das gibt's doch. Was heißt denn wieder eine Rotfeder? Nee, das ist kein Rotauge. Das ist eine Rotfeder. Ey, das gibt's doch nicht. Der letzte Wurf, Leute. Da würde ich mich genauso freuen an deiner Stelle. Oh, ja. Oh. Jawohl. Hängt was. Oh, das scheint mal wieder eine Ucke zu sein. Ja, leider, leider, leider. So. Da haben wir einen kleinen. Der kommt jetzt schnell wieder rein. Den kann man auch nicht mitnehmen. Der ist nicht zum Essen geeignet. Und ich habe heute einen Special Guest an meiner Seite. Den Dome. Den Staubsaugervertreter aus Hannover. Mega, dass du heute extra dafür angereist bist. Ja, richtig cool. Das ist absolut Wahnsinn, Freunde. Der Sonnenbarsch, den Chris vorhin dran hatte, der steht hier immer noch im Schatten. Denk dran, du hast damit noch nie geworfen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich auch. Chris, ich auch. Aua. Leute, da haben wir den Piranha. Schön großer Sonnenbarsch. 3, 2, 1, Schicht im Schacht. Na gut. Hier ist der Beweis. 30 Minuten sind umme. Oh, guck mal. Oh, komm, der zählt noch. Der zählt noch? Der zählt noch. Tatsächlich? Ja, aber hast nichts mitgewonnen, ne? Nee, ist wie eine Rotfeder. Die kannst du. Ach Mensch. Aber war witzig, auf der letzten Sekunde da. Traumhaft. Macht Spaß, ne? 5. Fisch. Aber die Güste hast du schon. Spielt aber keine Rolle, wie gesagt, heute. 5. Fisch, perfekt. Komm jetzt, die letzten Sekunden. Du wirst aber nur einen fangen. Ja, hab ich. Oh, die Bremse geht wieder an. Beim Ukel. Nein. Oh, schnell. Das war ja wie bei der Regenbogenforelle gerade. Ja, auf alle Fälle. So, Nummer 10. Nummer 10. Na komm, Chris. Einmal kannst du noch werfen. Na komm, schnell. Ja, ich guck mal schnell auf die Uhr rauf. Alter. Alter.
Ich kann ja nicht kurbeln. Müssen wir die Bremse noch fester machen. Alter Scheiter. Auf alle Fälle der größte Fisch, der jemals wahrscheinlich mit der Pocket Fisherman gefangen worden ist. Zack. Tja, schon eine gute Güste, oder? Ja, große Kanzler heute. Tja, auch mit der Pocket Fisherman werden auch im nächsten Jahr noch mal so ein, zwei Videos kommen. Also Jens muss auf alle Fälle noch mal ran mit dieser Route. Definitiv. Wir sind ja alle schon durch. Wir sind alle hellauf begeistert. Aber irgendwann, naja, will man auch wieder seine richtige Route in der Hand haben. Aber ein Spaß ist es auf alle Fälle. So, Carsten ist wieder fleißig dabei. Ich jetzt auch. Mir fehlt ja noch mein Hecht, jetzt mein Abschlusshecht. Mal schauen, ob noch was geht. Und dann geht es natürlich noch weiter mit dem Herbst und Winter. So, eben muss ich noch nehmen. Lecker Pfirsich-Eistee. Greif zu. Jetzt klappt's. Müssen. Jetzt klappt's. So, wenn Carsten jetzt hier noch die Box plündert, hat mich richtig Bock hier auf ein paar bestimmte Produkte. Darf ich gar nicht essen? Ein paar darfst du essen. Ja, die sind für eine Mission. Ja, die richtig. Nicht auffuttern. Also hier Marshmallows zum Beispiel, je nachdem wie die Leute jetzt abstimmen in dem Video. Aber die Marshmallows sollten auf alle Fälle ganz gut funktionieren in Sachen Friedfischangeln, aber auch vielleicht auf dem Barsch. Mal gucken. Ja, aber du darfst ein bisschen was darfst du naschen. Und jetzt extrem sauer. Ich bin gespannt, wie extrem sauer die sind. So, wie sauer sind sie denn nun? Gut. Geht? Gut. Also doch so extrem, ja? Hm? Ja, doch, kann man machen. Kann man machen, okay. Ja. So, währenddessen du jetzt wahrscheinlich fast die ganze Tüte auffrisst jetzt hier. Überall, ja alle. Sage ich euch jetzt auf alle Fälle noch die nächsten coolen Sachen, die wir so erlebt haben jetzt in diesem Jahr. Also sind ja jetzt schon, ich darf nur sagen, fast im Herbst jetzt drin. Herbstzeit war auf alle Fälle Raubfischzeit bei uns, definitiv. Wir haben einige Hechte wieder fangen dürfen, waren auch auf Zander gewesen, haben auch ein paar gefangen. War ganz cool, muss ich echt mal sagen. Ein paar Grundeln ins Wasser geschmissen. Ein paar Grundeln, richtig. Ein Grundelimitat lief so lala, aber die haben trotzdem Bock drauf gehabt. Ja, kann man machen. Ja. Muss man nicht, aber kann man mal machen. Ja. Schwupps, da ist die Grundel weg. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, kurz danach der nächste. Der ist auf alle Fälle etwas größer. Den wollen wir wenigstens mal sehen, oder Carsten? Genau, den wollen wir jetzt mal im Kescher haben. Na, guck mal hier, guck mal, der macht schon ein bisschen mehr Druck. Ja. Da, Mann. Hier, Kescher. Okay. So, da siehst du. Endlich. Ah. Schön, na, das freut mich ja. Naja, war doch gute Idee, dass ich den Köder gewechselt habe. Guck mal, gleich abgefallen. Ah, da hängt er. Da ist der Köder, genau. Ja, kleiner Zetti auch für mich. Das freut mich. Ich habe übrigens noch keinen Zetti dieses Jahr gehabt. Nein, Glückwunsch zum neuen Fischart. Danke, danke. Ja, wieder ein schöner Zetti, alle die gleiche Größe. Naja. So, Nummer 4, nicht die größten war, aber Frequenz. Kann man nicht gegen sagen. Nein, macht Laune. Genau. Ja, nach der Zanderangelei, die wir ja, wie gesagt, auch so ein bisschen vernachlässigt haben in diesem Jahr, auch das wird auf alle Fälle anders werden, gab es viele, viele Hechte. Wir waren sehr, sehr oft unterwegs gewesen. Man muss auch sagen, Hecht ist auch wirklich hier unser Brotfisch. Der läuft eigentlich nicht immer, aber immer öfter. genau, kann man echt so sagen. Zwischendurch gab es auch noch ein paar andere schöne Videos, zum Beispiel mit Uta an der Spree, Mann versus Frau. Genau, da haben wir noch eine richtig coole Folge abgedreht. Wir waren auch oftmals noch mal Friedfischangeln gewesen, aber eigentlich lag der Fokus wirklich im ganzen Herbst bis jetzt in den Winter rein auf die Hechtangelei. Und auch da zeigen wir euch natürlich noch mal ein richtig cooles Szenen. Da haben wir ihn schon mal gelöst im Kescher. Schöner Hecht. Sehr cool, hat sich wirklich richtig gut verkauft. Ich dachte, der ist wesentlich größer. Aber nichtsdestotrotz, schöner Pike. Nico! Starke Nummer. Schaut euch an, diesen wunderschönen Esox hier. Schön aus dem Kraut rausgekitzelt, wa? Ja, ganz flach, ey. Was ist hier los heute? Traumtag. Bis jetzt. Nico, heftig, oder? Geil. Guck mal hier, wieder volle Granate weggesammelt. Schön zerlegt. Gleiche Köder. Mega. Und wie massiv die sind, ey. So, schöner Hecht, oder? Auf jeden Fall. Sagen? Jo. Kann man nicht weiter so sagen. Schöner Hecht. Da haben wir ihn schön. Gucken dir an. Ja, ist wirklich ein richtig guter Hecht, wa? Muss man mal sagen. Schöner Hecht. Massiv. Schönes Ding.
sehr, sehr geil. So, damit hast du Kiwi Lemon abgehakt. Habe ich gar nicht. Hast du doch? Nee, habe ich nicht, weil ich nicht Kiwi Lemon dran hatte. Was hast du dran gehabt? Na, ich habe keine Ahnung, wie die Farbe heißt, oder? More Kiwi. Ah, More Kiwi war es gewesen. Sehr genau. Gut. Ja, auf alle Fälle dickes Petri. Danke. Schon mal sagen. So, schöner Fisch, guck mal, schön massiv. Richtig cool. So muss das laufen, oder? Darf ich auch einen haben? Ja, greif zu. Mach ich. So sehen sie aus. Dann mal testen hier. Oder so. Oder so, genau. Mhm. Oder blau sind sie auch. Ich schmecke wirklich ganz gut. Ja, den kann man wirklich gut essen hier. Ja. Hier, für euch, oder? Mhm. So, kommen wir jetzt sozusagen schon zu dem Abschluss. Also, das Jahr verlief wirklich sehr, sehr gut. Muss man echt sagen, sehr, sehr vielfältiges Angeln. Sehr viele verschiedene Fischarten. Ich habe ja noch nebenbei meine 365-Tage-Challenge auch dieses Jahr noch abgedreht. Allerdings war ich wieder nicht oben an der Küste gewesen. Also die Meeresfische fehlen wieder komplett. Corona hat uns da auch wieder öfter mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele Guides und so sind gar nicht rausgefahren. Manche mussten auch leider ihr Guiding einstellen. Das ist natürlich alles sehr, sehr traurig, wenn man sowas hört. Aber was will man machen? Das ist einfach, schade. Echt doof gelaufen, das Ganze. Und Corona hat uns ja immer noch voll im Griff. Deswegen waren wir jetzt in der letzten Zeit auch sehr, sehr oft hier regional unterwegs gewesen. Sehr, sehr oft auf Hecht. Ihr habt es ja gesehen. Und jetzt mittlerweile ist es jetzt unsere letzte Tour, die wir jetzt hier starten in diesem Jahr. Wir werden auf alle Fälle noch mal ein bisschen auf Quappe angeln gehen. Allerdings erst im nächsten Jahr. Ja. Also man kann schon sagen, Carsten, es war wirklich ein gelungener Jahresabschluss und auch ein gelungenes Jahr, oder? Ja, also das Jahr, das Resümee von dem Jahr ist eigentlich, es lief echt gut. Also es gab bei uns wenig zu meckern. Weil wenn die Raubfische nicht liefen, sind wir Friedfischangeln gegangen. Genau. Das war top. Dann haben wir etliche Stellen dieses Jahr ausprobiert, die sonst noch nicht so zu sehen waren. Richtig. Und in den letzten Videos hatten wir noch neue Gewässer ausprobiert. Neues Gewässer, siehst du? Hast du recht, da hast du ja auch noch mal ganz gut abgeräumt mit zwei Hechten und ich darf da reinfangen. Ja, richtig. Genau. Und das werden wir auch, wir haben etliche Seen und Teiche hier in der Nähe. Da werden wir dieses Jahr, nächstes Jahr. Richtig. In 4 Tagen also. werden wir dann noch weitere neue Seen ausprobieren. Ich denke, da kriegen wir noch richtig ein paar dicke Fische raus. Ja, denke ich auch. Wenn man sich so eingeangelt hat, war das ja wie hier. Hier wissen wir, wo die Hechte sind. Genau. Also fangen wir auch welche. Mit wo da ganz genauso werden. Und ich muss dir noch sagen, es gab noch ein paar andere Highlights. Wir haben ja nicht nur Fische gefangen, sondern wir haben auch ganz, ganz tolle Szenen nebenbei auf die Kamera gebracht. Unter anderem auch ganz viele Naturaufnahmen. Also ich kann mich erinnern an die Schweine vor kurzem. Das war natürlich sehr, sehr cool. Blenden wir euch jetzt auch noch mal ein. Ganz, ganz geile Aktion. Und aber auch noch ganz andere tolle Naturaufnahmen. Der und auch das. Zu vergessen. Der Mink nicht zu vergessen. Der war cool. Richtig. Blenden wir euch alles jetzt noch mal ein. Ja, ist der Osa. Ja, du hast richtig gesehen. Ist der niedlich. Was es nicht hier alles so gibt. Sucht doch jemanden. Na, die gucken nicht ohne Grund so. Ah, bin immer sehr vorsichtig. Oh, so schnell will gar nicht. Da hat er wieder einen. Geil. So, schauen wir uns mal an. Da kommt er. Jawohl. Ah, hängt bloß noch an dem Ehen. Na gut. Aber Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch. So, Kescher ist hinter dir. Genau, Kescher. Mal gucken. Ja, zweiter heute. Opa, ein Leckerli hier. Ja, geil. So, sauber. Sehr schön. Nummer 2. Ja, bitte. So, Nummer 2 nach der kleinen Gummitierstärkung. Gab es für mich Nummer 2. Deutlich kleiner, aber nicht weniger schön. Und doch schön dicke. Nochmal, Petri. Danke. Ey, du machst mich schwach, Carsten. Da könnte Nummer 3 hier gleich kommen. So, jetzt schwenke ich hier mal so ein bisschen um, weil so langsam könnte er schon hier rangekurbelt kommen. So, war man.
Holla. Schön. Krumme Routen sind immer gut. Ja. So, Kescher in Newton. Zack. Ah, Mann. Alter. Drei Hechte, Carsten. Drei Jahresaufschlussfische. Das gibt's doch gar nicht. Doch, hier schon. Auf dem Oder Spreeangerkanal. Da gibt's sowas. IC hat geliefert. Meiner ist jetzt alle. Und hat funktioniert, siehst du? Und hat funktioniert. So, dein dritter, geil. Mega. Ja, wieder ein schöner Hecht. So, Chris, dreimal fehlt. Ja, immer noch. Angeln. Ich weiß. Angeln. Jawoll. So. Wenn ich ihn rauskriege, ist es auch mein Abschlussfisch. Wo ist er? Da kommt er. Oh, der hängt aber wirklich ganz vorne. Carsten. Zeig mal her, das Ding. Träumchen. War ein schöner Biss gewesen. So, muss ich schnell machen. Der hängt bloß mit einem Haken. Zack. Sehr, sehr, sehr geil. 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 Ja. Das freut mich, dass du auch noch deinen Abschluss Fisch gefangen hast. So, mein Abschluss Esox, da ist er. Endlich durfte ich auch mal, auch schön auf den Jerkbait reingezimmert. Auch eine kleine Wampe dran, wie man sieht. Tja, Carsten, dann sind es heute nochmal 4 Hechte geworden, wa? Jo, also 4 Hechte sind schon ein schönes Ergebnis für unser Wetterchen hier. Richtig, sauber. Sehr cool, freut mich. Mich auch. So, jetzt Carsten wieder am Dreh. Ich hab ja gesagt, wir müssen mal ein paar Würfe machen, je nachdem. Sich jetzt nicht lohnt. So, wo ist er? Da kommt er. Sehr schön. So, Kescher? Ja. Richtig geil. Und zack. Doch ein richtig schöner wieder. Jo, wieder ein richtig guter. Ja. Eine richtig gute Hechtrolle. Ja. Die Hechtrolle muss sein. Ja, ohne langweilig. So, eigentlich wollten wir schon Schluss machen, aber ihr seht's. Ja, haben wir sonst noch 3 Würfe? Naja, hat sich gelohnt, die 3 Würfe. Ja. Ja, wirklich sehr, sehr schöner geworden. Ja. Jo. Nummer 4 für mich, einer für dich. Also Jahresabschluss hätte nicht schlechter laufen können, oder? Nee, auf keinen Fall. Nicht besser laufen können. Wirklich schöne Hechte. Schöne Hechte haben wir heute gefangen. Sehr, sehr geil. So kann man ins neue Jahr definitiv reingehen, ne? Genau. Mal gucken, ob das letzte Jahr hat ja so aufgehört. Mal gucken, wie das neue anfängt. Leute, ihr habt es gesehen. Es sind jetzt noch mal ein paar Hechte zustande gekommen. Also Carsten hat jetzt insgesamt 4 Hechte gehabt. 4 schöne Hechte. Richtig. Ich habe auch meinen Abschlussfisch gefangen. Also richtig cool. Carsten, geil, geiler Abschluss. Ja, wirklich gute Lungen heute. Ja. Ihr habt extrem viele Fische gesehen durch die ganzen Rückblicke. So muss es sein. Also man muss auch sagen, es war wirklich ein fantastisches Angeljahr. Wirklich sehr vielfältig. Hechte ging on Mast. Ja, ne? Also wirklich ja, eine ganze Menge. Brotfisch quasi. Ja, Brotfisch. Genau. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat unser kleiner Jahresrückblick wirklich gut gefallen. Also uns hat es sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal das ganze Revue passieren zu lassen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt Angel mit Mutter Spreeangeln. Ich würde sagen wir Petri, ciao und macht's gut. Rutscht gut drin. Ja, auf jeden Fall. Ciao, Leute.